Der Grundgedanke war natürlich, das, was wir machen, in einer fragwürdigen Form auf den Punkt zu bringen, dass sich der Betrachter fragt, was machen die eigentlich? Und Restore Videos ist quasi der erste Akt, den man macht, wenn man bei Social Video Learning unterwegs ist, dass man Videos an einer für einen selbst relevanten Stelle stoppt. Und mit dem Stoppen fängt das Denken an, sag ich mal. Also, weil es muss einen Grund geben, warum ich eine bestimmte Videosituation als bedeutsam einstufe, also eine Referenz zwischen meinem mentalen Modell und dem Video. Deshalb stoppe ich. Und mit dem Stoppen bin ich quasi aber aufgerufen, da aktiv darüber zu reflektieren, was es denn ist, was mich da an dieser Videosituation so interessiert. Und da denke ich nicht nur darüber nach, sondern ich muss es explizit machen. Ich muss mit Fachbegriffen beschreiben, was ich da sehe und denke. Und das war eigentlich die Idee hinter diesen We Stop Videos, dass das Stoppen quasi Stop Video, Start Thinking, so die Formulierung. Im Grunde genommen auch einfach wie jedes Motto soll ein Motto ja quasi fragwürdig werden lassen, soll, was ist das wohl? Bloß es sollte eine Perspektive geben, wohin das hingehen kann. Das ist quasi so die Begründung dafür.